In Anbetracht der Tatsache, dass ich hier oben mit dem Bogen immer an die Decke stoße, das heißt, er ist ein bisschen zu lang, werde ich mir eine andere Art des Recurve-Stampfen überlegen. Und diese wird wie folgt aussehen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Holz, da werde ich gleich auch noch ein Handtuch oder ein Stofftuch überlegen. Und der Bogen wird dann hier angespannt. Und das ist jetzt nicht schlimm, das ist das untere Holz, das bricht. Dann werde ich ihn auf diese Art gleich biegen. Stelle tun wir jetzt noch ein Stückchen Stoff. Denn ihr müsst bedenken, Eibenholz ist ein sehr, sehr weiches Holz. Auch wenn es extrem viel ab kann, bodenbautechnisch, heißt das nicht, dass es nicht sehr schnell Macken bekommt. Auf dem Bogenbauch ist das relativ egal, weil da eh noch Holz weggenommen wird. Aber auf dem Bogenrücken sollte man natürlich darauf achten, dass das nicht zu größeren Schäden führt. Okay, ich denke, dann werden wir jetzt soweit fertig mit der Form und dann können wir mal nach oben gehen und anfangen, die Recurves reinzudämpfen. Was ich jetzt mache, das freut natürlich meine Mutter immer ganz besonders. Aber ich glaube, inzwischen hat sie das fast schon akzeptiert, hoffe ich jedenfalls. Wir nehmen einen Topf und da kommt ein bisschen Wasser rein. Also ungefähr, ja, so viel, vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem, wie lange man dämpfen möchte. Den Rest erhitze ich im Wasserkocher und ja, da müssen wir jetzt erstmal warten, bis das Wasser einigermaßen kocht. Der Topf wird jetzt mit Alufolie zugedeckt, und zwar um den Bogen drumherum. Gut, und damit jetzt der Wasserdampf auch schön an dem Bogen vorbeiströmen kann, mache ich da immer noch ein paar Löcher rein. Ja, und bei der Holzdicke braucht man jetzt ungefähr eine Viertelstunde, keine Viertelstunde, eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde, je nachdem. Also muss ich nochmal gucken da nachher. Und dann sollte das Holz weich gekocht sein und was dann ganz besonders wichtig ist, man hat 30 Sekunden Zeit, um das Stück Holz dann zu biegen. Was bedeutet, dass ich von hier im Eissprint runter in den Keller laufe und dann so schnell wie möglich das Holz
biegen werde. Wie ich das Ganze filme, weiß ich noch nicht. Und ja, ich werde mich selber mal überraschen lassen und mir dann ein paar Gedanken dazu machen. Ja. Dann machen wir hier oben nochmal die Dunstabzugshaube an, damit wir den ganzen Wasserdampf nicht hier drin haben. Das wird jetzt ein bisschen lauter, aber ich rede jetzt auch nicht mehr so viel. Wir werden das Ganze einfach erstmal rauchen lassen. Wir sehen uns dann nachher wieder. Jetzt 45 Minuten im Wasser verbracht, unter Wasserdampf. Ich habe ihn ein paar Mal gedreht und jetzt werden wir mal versuchen, den so schnell wie möglich in den Keller zu bekommen und so, dass ihr das Ganze auch noch mitbekommt. Und ja, mal sehen. Also ich kann es euch nicht garantieren, ob das jetzt beim ersten Mal klappt, aber wir werden es ausprobieren. Gut, sehr gut. So, wie ihr hier jetzt sehen könnt, ist alles wunderbar gelaufen. Das Stück Holz ist krumm, ich bin froh. Und jetzt wird er ungefähr eine Woche hier drin so liegen. Das wird für euch natürlich ein bisschen langweilig, wenn ich das alles mitfilme. Und deshalb lasse ich das einfach mal ganz galant weg. Wir sehen uns also in eineinhalb Wochen wieder. Und ja, jetzt bekommt ihr noch die Geschichte zu hören, wie ich das Ganze jetzt hier gedreht habe. Ich habe mir natürlich ein ganz kleines bisschen Gedanken gemacht und habe auch überhaupt gar nicht die ganze Zeit das Stück Holz hier transportiert, sondern, da muss ich euch jetzt mal was zeigen, dieses Stückchen Almholz hier ist natürlich nicht das einzige Stück und deshalb habe ich quasi einen Dummy verwendet und bin mit dem hier durchs Haus gerannt. Ich musste das natürlich 20.000 Mal filmen, weil ich mich natürlich um jede Ecke einzeln gefilmt habe. Und bin dann immer wieder von neuem hochgelaufen und nochmal runtergerannt und ja, gut. Ist jetzt alles gut gegangen. Der hier wird vielleicht auch nochmal ein Bogen werden, weiß ich nicht ganz genau. Der kommt wieder in die Ecke und der hier kühlt jetzt aus und trocknet. Und wie gesagt, dann werden wir uns ungefähr in, ja,
einer Woche werde ich dann weiter drehen können. Das heißt, ihr werdet mich wahrscheinlich erst wieder in 3, 4 Wochen wiedersehen. Aber ich habe, glaube ich, auch genug Videomaterial, um jetzt 2 Videos zu machen. Und werde ganz einfach jetzt anfangen, das erste zu schneiden. Und dann werdet ihr das in den nächsten Tagen bekommen. Und das, was ihr jetzt seht, das kommt dann ein bisschen später. Aber naja, gut. Das war's von mir.